Hey Technik-Gangsters, ich werde euch heute zeigen, wie man einen Computer ganz, ganz easy zusammenbaut. Und zwar finde ich, hat das einfach viele positive Dinge. Erstens, ihr könnt die Teile selbst wählen, je nach Budget, wie es euch gefällt. Zweite coole Sache ist, ihr baut das Ding selbst zusammen und es steht an eurem Schreibtisch. Ich werde dann alle Teile, die ich in dem Computer verbaut habe, natürlich in der Videobeschreibung die ganzen Links drunter setzen. Aber Leute, vergesst nicht, der Computer, den ich hier zusammengebaut habe, der hat einen Wert von ca. 2200 Euro. Das braucht man jetzt nicht unbedingt. Ich werde dann in Zukunft natürlich auch Computer zusammenbauen, welche einen Wert von 1000 Euro bis 1500 Euro haben und genauso Gaming-Computer oder Computer fürs Rendern sind oder für grafikaufwendige Anwendungen. Aber jetzt genug geschwafelt, viel Spaß beim Video. Erster Schritt, Einbau des Prozessors. Als erstes werden wir den Prozessor verbauen. Am besten ist, ihr zieht Gummihandschuhe an, da es sein kann, dass ihr elektronisch geladen seid. Der erste Schritt ist, die Scharniere zu lösen. Dann werden wir die Schutzkappe entfernen. Als nächstes könnt ihr schon den Prozessor nehmen und ihr seht, auf dem Prozessor ist ein Pfeil und auf dem Mainboard ebenso. Der Pfeil des Prozessors sollte zu dem des Mainboards schauen. Danach werden die Scharniere einfach wieder geschlossen und der Prozessor wird wieder fest eingespannt. Zweiter Schritt, Vorbereitung für den Prozessorkühler. Ihr braucht den mitgelieferten Schraubenschlüssel, die Halterungen für Intel-Sockel, Wärmeleitpaste und natürlich die ganzen Schrauben. Als erstes beginnt ihr die Halterung für den Intel-Sockel zu montieren. Welche Schrauben ihr dazu braucht, steht in der Beschreibung des Prozessorkühlers. Danach nehmt ihr je nach Mainboard die Schrauben und verschraubt diese an euren Mainboard. Zum Schluss zieht ihr diese noch fest mit den Schraubenschlüsseln nach. Dritter Schritt. Einbau der Mainboard-Blende. Dieser Schritt ist ganz einfach. Ihr nehmt einfach die mitgelieferte Blende des Mainboards, drückt sie von der Innenseite des Gehäuses nach außen und diese sollte dann eigentlich schon von selbst festsitzen. Vierter Schritt, Einbau des Mainboards. Als erstes legt ihr euch das Gehäuse so hin, damit ihr gut arbeiten könnt. Danach nehmt ihr das Mainboard und legt es vorsichtig hinein. Da ihr die Blende schon vorinstalliert habt, müsst ihr die Anschlüsse nur noch hineinschieben und das Mainboard sitzt. Zum Schluss nehmt ihr noch die mitgelieferten Schrauben und verschraubt das Mainboard im Gehäuse. Fünfter Schritt, Auftragen der Wärmeleitpaste. Am besten funktioniert es, wenn ihr von einer Karte, die ihr nicht mehr braucht, ein Stück runterschneidet und damit dann die Paste aufträgt. Danach nehmt ihr die Wärmeleitpaste und gebt einen kleinen Klecks auf die CPU. Dann nehmt ihr auch schon die Karte und verteilt dies gleichmäßig auf den Prozessor. Ihr solltet darauf achten, dass ihr nicht zu viel aufträgt, denn es könnte ein Wärmestau entstehen und die Leistung würde sich verschlechtern. Je gleichmäßiger ihr die Paste aufträgt,
umso besser. Achtet darauf, dass ihr die Wärmeleitpaste nur auf der CPU aufträgt. Solltet ihr gepatzt haben, könnt ihr dies mit Nagellackentferner putzen. Sechster Schritt: Einbau des Prozessorkühlers. Als erstes entfernt ihr den Lüfter, um so besser mit den Schraubenzieher ranzukommen und besser arbeiten zu können. Achtet darauf, dass der Lüfter danach beim Gehäuse rausbläst und nicht wieder hinein. Danach kann der Prozessorkühler schon auf die CPU aufgesetzt werden. Die Schrauben haben wir ja vorher schon angebracht. Jetzt nehmt ihr die vier Muttern und schraubt diese an die bereits angebrachten Schrauben an. Dann nehmt ihr wieder den mitgelieferten Schlüssel mit und zieht alle Schrauben fest, damit der Kühler auch wirklich fest am CPU aufliegt, um diesen gut kühlen zu können. Ganz am Schluss kann dann der Lüfter wieder befestigt werden. Siebter Schritt: Einbau des Arbeitsspeichers. Als erstes löst ihr die Einraster des Arbeitsspeichers, welche am Mainboard verbaut sind. Danach nehmt ihr einfach den Arbeitsspeicher und setzt diesen in den richtigen Slot ein. Der RAM muss fest eingedrückt werden, damit dieser erkannt wird. Achter Schritt: Einbau des Netzteils. Das Wichtigste am Einbau des Netzteils ist, dass der Lüfter genug Luft bekommt. Bei diesem Gehäuse ist es so, dass das Netzteil von unten die Luft bekommt. Ihr setzt es einfach ein und dann verschraubt ihr es an der Hinterseite des Gehäuses. Neunter Schritt: Kabelmanagement. Als erstes werden wir den USB 3.0 Stecker einstecken. Da gibt es nicht viel zu sagen, es gibt nur einen Stecker, wo er passen kann am Mainboard, und da kommt er rein. Danach kommt die Stromversorgung für das Mainboard dran, gibt es auch nur eine Einbuchtung, einfach sauber reinstecken und fertig. Das HD-Audio-Kabel wird da angebracht, wo am Mainboard Audio steht. Das USB-Kabel ist dasselbe. Es müsste USB dabei stehen und dieses wird da installiert. Danach wird das System Panel verbaut. Bei diesem Mainboard ist ein kleiner Adapter dabei. Das heißt, ihr müsst einfach die Stecker in den Adapter hineingeben und dann den Adapter laut Beschreibung anbringen. Zum Schluss ist noch der 8-Pin dran, welcher den CPU mit Strom versorgt. Am Netzteil wird der Stecker mit den 12 Volt P8 verwendet. Zehnter Schritt: Einbau der Festplatten. Für die Festplatten braucht ihr eigentlich nur zwei Kabel. Erstens dieses hier, das USB-Kabel. Hier seht ihr auch eine kleine Einbuchtung, das heißt, es könnt ihr nicht verfehlen. Danach steckt ihr das USB-Kabel in die USB-Schnittstelle des Mainboards und danach einfach in die Festplatte. Danach haben wir noch das SATA-Kabel für die Stromversorgung. Dies kommt in den Punkt Drives im Netzteil und danach wird es einfach an die Festplatte angeschlossen. Elfter Schritt: Einbau der Grafikkarte. Damit die Grafikkarte reinpasst, müsst ihr zuerst einen Platz im Gehäuse machen. Danach könnt ihr schon die Stromversorgung ins Netzteil einstecken. Dies ist meistens ein 6- und ein 8-Pin-Stecker. Danach nehmt ihr die Grafikkarte und setzt diese genau am Slot hinten am Mainboard an und drückt diese fest in das Gehäuse hinein, damit diese einrastet. Danach verschraubt ihr mit denselben Schrauben wieder die Grafikkarte. Und ganz zum Schluss könnt ihr dann auch schon die Kabel, die ihr vorher vorbereitet habt, in die Grafikkarte reinstecken, um diese mit Strom zu versorgen. Zum Schluss sollte alles laufen. Das war es jetzt auch schon wieder vom Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können und kennt euch nun ein bisschen mehr mit der Hardware, mit dem Einbau aus. Ich werde in Zukunft mehr Videos bringen, wie schon gesagt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet oder wenn euch das Video gefallen hat, einen Like. Bis dann, Leute. Ciao.